Und das Ganze ohne jetzt einen signifikant höheren Kohleverbrauch zu haben, weil wir das Ganze ja mit Graphit befeuern, was ja auch positiv ist eigentlich. Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Im Update 1 haben wir es beim letzten Mal in der letzten Episode geschafft, die nukleare Wiederaufbereitungsanlage in Gang zu setzen, um entsprechend den Atommüll zu verarbeiten zu wiederaufbereitetes Uran, Plutonium und Spaltprodukte, aber genauso auch das Uran, das abgereicherte Uran zusammen mit dem Plutonium wieder zu MOX-Brennstäben zu machen. Und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt sind wir ja gerade dabei, uns so einen kleinen Vorrat an MOX-Brennstäben ja einzulagern. Und jetzt ist eigentlich die nächste Aufgabe, dass wir es schaffen, diese Brennstäbe in einem Stufe 2 AKW zu verfeuern. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Captain of Industry reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir uns Captain of Industry im Update 1 reinziehen. Ja, wir kriegen in der Hühnerfarm immer noch nicht genug Futter zusammen. Ich bin ja hier noch dabei, die Erde auch aufzuschütten. Also ich lasse hier immer noch Aufschüttungen laufen. Und der Plan ist, dass wir dann hier auf jeden Fall noch ein paar Farmen hinbauen. Wie gesagt, wir können ja hier, theoretisch können wir bis zu der anderen Insel hier drüben, da fange ich schon direkt an zu stammeln. Genau, können wir bis hier drüben aufschütten eigentlich, das ganze Material. Und dann eigentlich hier komplett eine Stadt rüberziehen. Und auch die Farmfläche theoretisch auch rüberziehen. Bergbaukontrollturm hat keine Gebiete. Ah, das ist die Kohle wieder. Ja, Kohle ist immer noch so ein bisschen so ein Thema, aber wir machen ja immer mehr auch ohne Kohle. Es wurde übrigens ganz richtig gesagt, das war jetzt falsch. Ah, nee, Moment. Wir müssen, glaube ich, bald auch wieder eine Ebene tiefer graben, tatsächlich, merke ich gerade. Warte mal, mach das mal weg alles. Und dann fahren wir den Bagger mal hier nach hinten. Und dann baggern wir mal die ganze Sache hier noch ein Stückchen tiefer, würde ich sagen. Also quasi, warte. Dann müssen wir mal von der Seite machen, damit wir das besser sehen können. Genau, dass wir das mal von hier noch so eine Etage nach unten ziehen einfach. So auf minus 18, genau. Jetzt muss er nur, warte mal, er muss jetzt erstmal hier hinfahren, dass er das so von der Seite anfängt und nicht irgendwo hier mittendrin anfängt. Das wäre schon ganz praktisch. Damit er nicht sich selbst jetzt zubaggert, weil jetzt gibt es keinen zweiten Ausgang hier und er sollte möglichst auch den LKWs nicht den Weg zubaggern. Das wäre ein bisschen dämlich. Genau, muss er ein bisschen gucken. Das wollte ich jetzt erklären, genau. Wir können hier aufschütten und können hier die Städte noch weiter rausziehen. Theoretisch, ich sehe allerdings gerade mit meinen entzündeten Augen, dass unsere Kupferplatten zur Neige gehen so langsam, weil wir wahrscheinlich sehr viel Elektronik verbrauchen jetzt auch mittlerweile. Das ist ein bisschen schlecht. Laufen die denn hier auch noch vernünftig durch? Das ist die große Frage. Es sieht erstmal danach aus, wir müssen ein bisschen mit der Säure aufpassen, die darf auf gar keinen Fall leer gehen, weil die brauchen wir auch für die nukleare Verarbeitung. Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist die Tatsache, dass das abgereicherte Uran nach wie vor immer noch in einer größeren Menge reinkommt, als wir sie verarbeiten. Wir haben ja 2,25 plus 2,25, das sind 5. Nein, das sind 4,5, so rum. Und dann nochmal 2,25 dazu, das sind 6,75 Einheiten pro Minute Uran. Abgereichertes. Und verarbeiten können wir aktuell nur 2. Wenn wir jetzt noch eine Anlage dazustellen, würden wir 4 verarbeiten. Stimmt, das wollten wir noch machen beim letzten Mal. Das können wir auch gleich mal direkt machen eigentlich. Eine Chemiefabrik 2 noch machen. Und dann gleich nochmal ein bisschen mehr abgereichertes Uran verarbeiten. Das ist ganz wichtig. Auch wenn wir hier, glaube ich, nicht die Menge an Material generieren können. Plutonium, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir das überhaupt darüber? Das ist die andere Frage. Na gut, warte, ich kann es auch von hier abschwacken. Das geht auch.
Dass wir es so machen, genau. Und dann wählen wir hier aus Mox-Brennstab. Und dann machen wir hier jetzt. Okay, da habe ich natürlich auch wieder nicht aufgepasst. Wir müssen das eigentlich. Ja, ist egal. Machen wir es so genau. Das passt doch. Wunderbar. Und zur Not könnte man theoretisch auch die Anlage hier einfach mal mit einer Leistungssteigerung versehen. Dann würden wir doppelt so viel Säure brauchen, doppelt so viel Atommüll verarbeiten. Genau, aber dafür würden wir dann eben auch deutlich mehr wieder aufbereitetes Uran produzieren. Ah, guck mal, das ist sogar vollgelaufen. Dann haben wir da eher das Problem, dass wir hier eher noch mehr verarbeiten müssen. Aber je mehr wir hier natürlich verarbeiten, desto mehr abgereichertes Uran produzieren wir natürlich wieder. Das ist so ein bisschen ein teufeliger Teufelskreis, muss ich sagen. Diese ganze Geschichte mit dem Uran. Also ich glaube, langfristig kommt man nicht drum rum, dass man einen nicht unerheblichen Teil davon zu Spaltprodukten macht und diesen erstmal zu strahlungsfreiem Abfall macht. So rum. Also Sprachzentrum ist heute wieder am Sterben, definitiv. Wir haben ja schon den Nuklearreaktor 2, ne? Genau. So, guck mal, der kann ja auf zwei Arten Energie erzeugen. Der kann Energie erzeugen durch den normalen Brennstab und produziert dabei normalen Atommüll. Der kann aber auch mit dem Mox-Brennstab Energie produzieren und produziert dabei den fortschrittlicheren Atommüll. Jetzt müssen wir mal gucken. Den hier upgraden können wir nicht, weil er vorher abgeschaltet werden muss. Das ist natürlich ungünstig. Der verbraucht einen Brennstab. Ich will mal den zweiten Reaktor mal tatsächlich einfach mal bauen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist natürlich nicht so ohne. Wir können den natürlich mal hier hinterm Gedönsi bauen, hinterm Endlager. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Hier fahren halt viele Fahrzeuge durch die Gegend, das ist eigentlich ungünstig. Und er nimmt auch ganz schön viel Platz weg. Einer hat auch gemeint, ich soll hier einfach mal die Baumfarm entfernen. Ja, das Problem ist halt, hier ist direkt das Gewächshaus, wo die Setzlinge gepflanzt werden. Also wo die produziert werden. Ja, man könnte natürlich das hier komplett wegroden, weil wir brauchen ja an sich jetzt erstmal hier das Holz nicht mehr so dringend, um Energie zu produzieren. Wir sind ja im Grunde eigentlich erstmal jetzt mehr oder weniger unabhängig. Das Holz wird ja eigentlich, wenn man es genau betrachtet, nur noch hier hinten so wirklich gebraucht. Und das Papier wird ja auch eigentlich nur gebraucht, um die Forschung zu machen. Und das geht ja momentan noch nicht mal, weil wir hier keinen Überschuss generieren, gerade von diesen Chips. Jetzt mittlerweile wieder, aber bis gerade eben hatten wir keinen Überschuss gehabt. Und uns fehlt ja eigentlich auch wirklich nur noch das Spaltmaterial, damit wir diese letzte Atomforschung noch freischalten können. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal wirklich dafür sorgen, dass wir hier doch noch ein bisschen mehr mit dem Kupfer machen. Das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Engpass hier an der Stelle. Ein Engspaß. Das Schwierige daran ist, wir haben nicht so viel Platz für weitere Gießereien, das ist eigentlich das Problem. Eigentlich muss ich zuerst die Gießereien setzen. Muss ich tatsächlich. Beziehungsweise hier die Dinger. Aber gut, hier ist noch ein bisschen Platz. Reicht das denn vielleicht, dass wir da, was ist denn das hier? Metallgießerei 2. Können wir das da hinsetzen? Da müsst ihr auch genug Platz lassen für die Rinne entsprechend. Ja. Ja, also platztechnisch, wenn wir das dann entsprechend spiegeln, würde es gehen. Und dann müssten wir halt irgendwie. Ja, hier können wir dann in den Eingang rein. Ja, doch, das würde gehen. Warte mal. Und der Lichtbogenofen, der kann ja da auch hin. Lichtbogenofen 2, genau. Und die Berechnungskapazität für den Lichtbogenofen 2 haben wir ja auch. Das Einzige, was da halt im Weg ist, ist das Schlackeband. Das müssten wir irgendwie. Warte mal, das können wir doch nach vorne legen. Moment. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier improvisieren, würde ich sagen. Der Rauch kommt da raus, genau. Und wird. Das ist hier der Ausgang, oder? Welcher Ausgang ist das? Ne, das ist hier Dampf, okay. Dann drehen wir das nämlich so, dass der Dampf direkt neben dem Dampf ist. Also quasi so, genau. Dann wäre die Schlacke auch direkt neben der Schlacke. Da müsste man da an der Stelle das Ganze nach vorne nehmen. Was brauchen wir da noch? Dann kommt da der Dampf raus, genau. Weil jetzt, wo wir die Rechenkapazität haben für diese Geschichte hier, kann keine gültige Stützposition finden. So, so.
Dann mach das mal von hier vielleicht. Ja, so. Bisschen rüber vielleicht noch. Okay, ja, so. Ja, oder ja, so. Noch weiter vielleicht. Weil mal dieses Rohr hier kann man doch auch noch mal anders legen, oder nicht? Das müssen wir mal alles ein bisschen besser. Was ist da drin? Treibstoff. Das müssen wir alles mal ein bisschen kompakter machen hier. Guck mal, das geht alles viel, viel kompakter noch. Also ja, das ist eigentlich ja mein Problem immer, dass ich es zu kompakt mache. Aber in dem Fall ist es tatsächlich gar keine so schlechte Idee, das zu machen. Weil wenn man schon anfängt, seine Anlagen so zu bauen, dass sie möglichst kompakt sein sollen, dann sollte man das auch dann durchziehen tatsächlich. Und dann nicht irgendwie zwischendrin wieder nur das halbgar machen. Genau, weil dann können wir hier nämlich den ganzen Platz dann auch nutzen. Mach mal das Betonband hier mal bis hier hinweg. Kann man das auch noch mal? Guck mal, das können wir auch noch mal ein bisschen näher daran machen. Das muss auch nicht so, so weit nach hinten rausragen eigentlich. Kann sein, dass es hier vielleicht an der Stelle jetzt ein bisschen problematisch wird. Müssen wir mal gucken, aber so an sich müsste das eigentlich gehen, wenn wir das jetzt hier einfach dahin setzen und dann so machen. Ja, guck mal, siehst du, da noch ein Stück nach vorne. Geht das noch dahin? Ja, guck mal, siehst du, wenn wir jetzt so machen. Und dann darunter. Ja, genau. Ist doch gut. So. Dann haben wir hier einen Knick drin und haben hier mehr Platz. Theoretisch. Aber gut, jetzt kann es sein, dass ich hier auf der Seite den Platz weggenommen habe. Ich meine, gut, man könnte das hier auch alles eigentlich noch ein Stück weiter nach drüben bauen. Aber dann kommt man hier nicht mehr so gut an die Eingänge rein. Hier ist aber auch viel zu viel Platz gelassen. Diesen einen hier bräuchten wir gar nicht. Diesen einen Abstand. Egal. Jetzt machen wir das Schlackeband nochmal neu. Denn das muss nämlich mehr noch nach oben. Das muss jetzt ein bisschen schnell gehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das da wegmachen. So, und das macht man da an der Stelle mal auch weg. So, schnell entfernen. So, jetzt müssen wir mal gucken, das muss hoch. Ja, eins nach oben, damit da Platz drunter ist. So. Damit da Platz drunter ist für die Leitung. Ja, von mir aus mach's so. Kriegen wir das hin? Dass wir das da irgendwie runterkriegen. Ja, genau. So. Schnelle Lieferung. Das staut sich ja im Moment hier hinten. So, genau. Dann zieht es da rüber. Ja. Das war schon gar nicht schlecht. Und dann macht das einfach mal so darüber. So, jetzt werden einige sagen, ja, jetzt ist es ja eigentlich hier im Weg. Nee, eigentlich nicht. Das müsste eigentlich passen. Zumindest so weit, wenn wir jetzt hier den Lichtbogenofen 2 hinbauen, müsste der eigentlich genug Platz haben. Wie ich jetzt hier einfach die ganze Episode das mache. Aber ja, so ist das halt. Man muss halt diese Dinge optimieren. Dafür machen wir das ja hier alles am Ende des Tages. So, ich lasse da mal einen Platz noch frei dazwischen. Man kann die Lichtbogenöfen, glaube ich, auch ganz gut so bauen, dass die genau aneinander stehen. Das geht, glaube ich, auch. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Jetzt stellen wir hier schon mal Kupfer ein. Hier zerkleinert das Kupfer, ne? Und Kupferschrott auf jeden Fall auch. Und natürlich Kupferschrott nach oben, weil der ist etwas verzeihender dann. Ist da schon was geliefert worden? Ja, ich mache mal schnelle Lieferung. So, dann machen wir hier den Spaß rein. Der wird hier jetzt einfach abgesplittert. Das ist hier das, wie heißt das, Graphit, genau. Da müssen wir den Sand noch reinfüllen. Der müsste jetzt eigentlich von hier kommen. Ja, warte, dann macht man von hier hinten einfach rein. So, und das machen wir jetzt so, dass wir den hier am äußersten Eck reinmachen. Reinfüllen. Weil dann haben wir hier noch Platz für den Kupfer bzw. den Kupferschrott. So, und jetzt sehen wir, das geht hier nicht. Dann müssen wir von hier vorne jetzt das rüberziehen. Oder von da hinten, das geht auch. Glaube ich, oder? Ja, doch. Das geht auch. Aber wir sollten es so ein bisschen vielleicht nach hinten nehmen. Ja. Warte.
So, weil dann können wir es nämlich von da abzweigen und vielleicht sogar noch ein Gedönsi dahinstellen. Noch ein Lichtbogenofen für Kupfer. Müssen wir mal schauen. So, Wasser wird noch gebraucht. Das Wasser kommt von hier. Und das muss dann nach hier hinten. So, das scheint aber zu gehen. Kein Problem. Und jetzt müssen wir noch einen Dampf abführen. Ganz schön viel, was beim Lichtbogenofen zu berücksichtigen ist, ne? Muss ich nur noch mal gucken. Warte mal, das hier war schon Dampf. Ja, das war der Dampf. Okay. Dann ist die andere, die größere Leitung, ist dann der Abgas. Das ist dann hier. Das muss dann hier rein. So, da haben wir schon mal den Lichtbogenofen gesetupt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier die Schmelzen Stufe 2 hinkriegen. Junge, Junge, ganz schön viel Aufwand. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Ja, eigentlich hat sich das jetzt so ergeben, dass ich euch das zeige. Keine Ahnung. Das war eigentlich gar nicht so geplant. So, genau. Macht das dahin. Und macht die zweite Metall. Ja, guck mal, die passt sogar noch daneben. Ich werd wahnsinnig. So, jetzt müssen wir da eine Rinne bauen. Die eine muss dahin und die eine muss dahin. Sehr gut. Ist zwar viel Platz dazwischen, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil hier müssen ja am Ende des Tages auch noch Fahrzeuge hinfahren, um Schlacke abzuliefern, eventuell, oder abzuholen. Das ist ja auch ganz wichtig. So, jetzt haben wir das. Dann macht man hier noch eine Beschleunigung. Genau. Denn ihr seht, Kupfer geht immer weiter nach unten. Bergbaukontrollturm hat keine. Jetzt müssen wir mal ganz kurz das noch machen. Weil die dürfen nicht hier ohne Tätigkeit sein, die Dinger. Und ich muss, glaube ich, auch mal wieder schauen, ob wir hier an irgendeiner Stelle einen Mangel an Kalkstein oder so haben. Oh, Kalkstein, alter Schwede, da ist ja fast nichts mehr da. Okay, warte mal. Ganz kurz mal pausieren. Wir müssen mal jetzt diesen Bergbauturm, den wir hier haben, da müssen wir den Bereich jetzt mal hier nach vorne verlagern und ihm mal sagen, er möge doch bitte mal hier vorne den Kalksteinberg abtragen, weil sonst ist Ende mit Kalkstein. Und wenn Ende mit Kalkstein, dann ist Ende mit Dünger. Wenn Ende mit Dünger, dann Ende mit Essen. Wenn Ende mit Essen, dann Ende mit Menschen. Wenn Ende mit Menschen, dann Ende mit Produktion. Und das ist ganz schlecht. Und das darf nicht passieren. So, jetzt machen wir hier die Verarbeitung wieder fürs Kupfer. Und das ist eine Kupferelektrolyse, genau. Eine normale tatsächlich. Ja, warte, mach das mal dahin und dann machen wir da die Schmelze dann. So machen wir das. Warte, dann müssen wir das hier jetzt noch so machen und das hier so. Genau. Na, wirst du das wohl machen? Ich hoffe, das war jetzt die richtige Elektrolyseanlage. Es scheint aber so zu sein. So, da müssen wir mit Säure das Ganze machen. Und die Säure müssen wir natürlich anschließen. Die muss dann entsprechend von da kommen. Runter, genau. Ist doch Säure hier, oder? Ja, ist Säure. Okay, so. Und dann kann die nämlich laufen. Die Ätzanlage, genau. Und da müssen wir jetzt hier noch die Elektrolyse machen. Das ist dann. Nee, Quatsch, nicht die Elektrolyse, oder? Ah, nee, doch, doch. Nee, wir brauchen nur zwei Anlagen davon, stimmt. Ach Mist, da hätte man das jetzt gleich anders anordnen können. Moment, das muss ich nochmal wegmachen, tatsächlich. Haha, das sind ja zwei Elektrolysen, stimmt. Mensch, habe ich gar nicht gecheckt so. Sekunde, Sekunde. Ich dachte, das wäre nochmal ein anderer Schritt. Bei Kupfer bin ich immer so ein bisschen düdüdü. Mach das nochmal weg. Das war ein Denkfehler meinerseits. So, warte. Wir brauchen die Elektrolyse, genau. Die können wir ja auch so rum aufbauen. Und die können wir dann auch entsprechend hier hinstellen, einfach. Ja, genau. Mach das mal so. Und dann noch eine hier hin. Genau. All dieweil, dann können wir das nämlich hier raus machen. Und da rein. Und dann von hier da absplittern. Und das geht dann einfach nochmal so quer, genau. Nochmal schnelle Lieferung machen. Dann schließen wir das Ding. Das schließen wir da an. Was haben wir gehabt? Kupferelektrolyse hat kein Rezept. Ja, wir wollen das mit der Säure haben. Und dann müssen wir hier noch die Säure ranhauen, sonst kriegt das keine Säure. Genau, so. Da haben wir schon die ersten 20 Minuten in dieser Episode.
mehr oder weniger produktiv verbracht. Aber guck mal, wir haben da unten noch genug Platz für ein Band, um das hier reinzustopfen. Das ist doch schon mal gut. Und dann nehmen sie es hier an der Stelle und stecken es da vorne noch rein. Genau. So. Würde ich gerne das da unten noch beschleunigen. Genau, und dieses Fitzelchen da auch. Wunderbar. So, jetzt haben wir einen zweiten Lichtbogenofen, der Kupferplatten raushaut. Sehr schön. Und das noch rechtzeitig, bevor uns die Platten ausgehen. Und dann können wir jetzt nämlich die anderen Produktionen auch nochmal steigern, genau. Und das Ganze ohne jetzt einen signifikant höheren Kohleverbrauch zu haben, weil wir das Ganze ja mit Graphit befeuern. Was ja auch positiv ist eigentlich. Nicht schlecht. Genau, man sieht, Kupferverbrauch hat sich jetzt auch nicht signifikant erhöht oder so. So, hier kommt jetzt auch wieder Kalkstein rein, das war wichtig. Weil wir hier nämlich ohne Kalkstein verloren sind. So, Gold ist auch wieder am Produzieren hier. Genau, da haben wir auch fast wieder ein volles Lager. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal kurz mich wieder kondensieren. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen, ey? Also eigentlich wollte ich ja hier noch den neuen Reaktor noch aufbauen. Aber das Problem ist irgendwie... Ja, also ich weiß gar nicht. Wir haben noch gar nicht so viele Mox-Brennstäbe irgendwie bis jetzt. Oh, hier müssen wir auch den Output noch machen. Davon mal abgesehen. Den habe ich ganz vergessen. Tingel das mal da rein. Ist da überhaupt schon was entstanden? Ja, 9 Brennstäbe immerhin. Okay. So, dann läuft das nämlich dann auch weiter. Wie viel haben wir denn jetzt? 228. Ja, so viel ist das gar nicht, oder? Wenn man jetzt den hier upgraden könnte, dann könnte man die Mox-Brennstäbe parallel noch verbrennen. Aber leider kann ich den nicht upgraden, ohne ihn abzuschalten. Wenn ich ihn aber abschalte, haben wir nicht mal ansatzweise genug Strom. Das ist das Problem. Ich meine... Warnung, Hauptwassertank hat eine geringe... Oh, das ist schlecht. Okay, warte, stopp. Das ist ganz ungünstig. Und wir haben hier auch zu wenig Wasser drin. Okay, Notfall, Notfall, Notfall. Arr, arr. Wir haben einen massiven Notfall. Wir müssen mehr Wasser produzieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal schauen, an was hakt es denn eigentlich? An welchem... Hakt es zufällig hier an der Dampfproduktion? Ja, hier wird nicht genug Dampf produziert. Okay, roter Alarm, Alarm. Ja, wenn da nämlich nicht genug Wasser kommt, dann kommt nämlich hier beim AKW irgendwann auch nicht mehr genug Wasser an. Und das ist schlecht, weil ich glaube, das wird nämlich hier drüber gespeist. Sicher bin ich mir nicht, weil mittlerweile habe ich den Überblick über meine Wasserproduktion verloren. Ich meine aber, wir sollten, da wir ja jetzt auch genug Strom haben, hier auf jeden Fall nochmal eine Pumpe bauen. Die hauen ja alle 108 raus. Warte mal, wie viel verbraucht das hier? 15. Das hier verbraucht 72. Das sind ja schon irgendwas mit 87. Ich glaube ja. Hier 108, das ist eine vollständige Pumpe. Und das hier ist auch eine vollständige Pumpe. Okay, das sind zwei vollständige Pumpen. Drei haben wir. Dann machen wir noch eine. Machen wir noch eine Pumpe. Ich glaube, besser ist das. Können wir eigentlich die Saline zum Wasser produzieren benutzen? Indem wir die Sohle filtern? Ne, können wir nicht, okay. Sicher, ging das nicht irgendwie? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Siedesaline. Ne, ging nicht, okay. Dann warte, Meerwasserpumpe groß. So, dreh das mal und mach da mal gleich noch eine hin. Schön dicht an die anderen. Wir wollen ja keinen Platz verschwenden. Und mach schon mal direkt eine schnelle Lieferung. Warum machen die beide 108? Größere Pumpe, die bis zu einer Höhe von 11 über den Meeresspiegel. Ach so, die kann von weiter oben pumpen. Ach so, ja gut. Verbraucht aber mehr Energie. Warte mal, käme man hier auch mit so einer kleinen zurecht? Einige Teile müssen sich im Meer befinden. Okay, das ist wohl hier schon zu hoch. Okay, alles klar. Da muss man das an sehr flachen Gewässern mit der anderen Pumpe machen, verstehe. Okay, egal. Warte, auf jeden Fall noch einen thermischen Entsalzer. Den brauchen wir definitiv jetzt. So, dann mach mal hier Pumpenhausen. Mach das mal dahin. Wie wir jetzt hier die Engpässe stopfen müssen, ey. Unglaublich, meine lieben Freunde, unglaublich. So, Dampf muss hier hinten rein. Jetzt ist die Frage. Hier scheint anscheinend nicht genug zu kommen, dass hier ein Überschuss entsteht. Damit wird in dem hier schon nicht genug produziert. Wir können jetzt sagen, wir machen hier keine Überschussproduktion mehr, sondern wir lassen den hier komplett durchlaufen. Strom müsste eigentlich genug da sein für die Aktion, weil dann hält der nämlich nicht an.
Ich habe ja extra das AKW hier jetzt mit einer zweiten Reihe Turbinen und Düsen ausgestattet. Beziehungsweise Generatoren. Das müsste eigentlich packen. So, und dann können wir. Wir haben ja einen Überschuss an Gas, glaube ich. Ja, haben wir. Guck mal, wir könnten nochmal mehr Gas zu Dampf machen. Guck mal, wir brauchen ja nur 12. Wie viel haut so ein Dampfkessel raus? So ein Heizkessel mit Gas, der haut 48 raus. Da könnte man 4 Anlagen betreiben mit dem Output. Nicht schlecht. Hatten wir nicht Gas sogar auch irgendwie hier nach hinten geleitet? Irgendwie aus irgendeinem Grund. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber hier ist ja der andere Gasofen. Und man könnte ja, wie gesagt, einen Teil von dem Wasser, der hier zum AKW fließt, jetzt aktuell, könnte man ja hier, oder wird ja schon genutzt, es ist ja dieselbe Leitung. Ich glaube, wir machen das mal so. Macht mal hier eine schnelle Lieferung und dann macht mal alles aus. Außer Gas, genau. 72 Einheiten werden da gebraucht. Es wird ja auch nicht durchgängig gefeuert. Das wird ja nur dann benutzt, wenn wir da nicht genug Dampf haben. So, jetzt muss ich mal gucken, weil die Dampfleitung, es ist die hier, die geht aber hier rein und wird dann hier in eine Überschusslösung prioritär. Ja. Nee, Moment, das ist eine Priorität ein. Eine Priorität aus gibt es gar nicht, sehe ich gerade. Dann könnte man doch eigentlich, wenn wir jetzt hier die Leitung noch mal abzweigen. Dann machen wir das hier mit rein. Ja, ihr merkt schon, richtig gut geplant alles, ne? Aber so ist das eben, ja. Dann machen wir hier jetzt noch eine Dampfleitung rüber zum Wasserextraktor. Jetzt muss ich nur mal gucken. Müssen die Brummis hier irgendwie langfahren? Ne, müssen sie nicht, oder? Können wir auch hier durch den Wald legen, oder? Ach so, nee, warte mal, dann bauen wir ja den Holzerntern wieder den Weg zu. Nee, warte, das ist auch nicht gut. Das muss außen rum. Was jetzt? So muss das gelegt werden. Ich mache jetzt einfach um den Wald drumrum. Das geht schon. So, genau. Ja, genau, dann machen wir hier so eine Reihe rüber. Passt schon. Genau, weil dann kann man von hier nämlich dann noch weitere abzweigen. Das ist doch gut. So. Das ist eh schon schnell gebaut. Genau, dann. Warte mal, bricht das nochmal ab. Genau, stopp nochmal. Gib mir nochmal das. Ich muss es nochmal umdrehen, den Kessel. So, genau, dass der Dampf vorne rauskommt. Dann machen wir nämlich den Dampf dahin. Und das bauen wir schnell, machen nochmal die Rezepte weg. Und dann Gas hinten rein. Jetzt muss ich mal gucken, das war die Gasleitung. Genau, dann macht da mal von da. Zwack das mal dahin ab. Und jetzt müssen wir Wasserleitung noch anzapfen. Das ist die da, okay. Dann nehmen wir die. Ja, genau. Ich hoffe, das ist die richtige. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Und CO2 muss natürlich auch wieder weg. Das muss ich jetzt mal schauen, wo ist das denn? Ist das hier, ne? Dieses Rohr, was hier kommt. Das ist CO2, okay. Das geht natürlich dann auch da rein. Moment, kriegen wir das irgendwie da direkt rein? Nee, ne? Das ist zu sehr zugebaut an der Stelle. Naja, wie das immer so ist. Dann kriegen wir es da nicht direkt rein. Ja, dann mach's so. So. Zack, und dann kann das Ding nämlich gleich anlaufen. Ah ja, und dann müssen wir hier natürlich noch die entsprechenden Ausgänge noch machen. Denn das Wasser muss ja auch raus. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken, welches Wasser ist denn das jetzt? Welche. Das ist Sohle. Da kann gleich schon mal die Sohle ran. Ja, genau. Das ist die Sohleleitung. Die kann da schon mal angeschlossen werden. Ja, Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist Wasser? Wasser ist dann das hier dementsprechend. Genau. Sehr gut. Ich
Ich weiß nicht, brauchen wir hier ein Stufe 3 Rohr eigentlich bei dem vielen Wasser, was da rauskommt? Da kommen ja 72 raus, 78, 78 und nochmal 72. Achso, das müssen wir ja eh noch abwählen hier, genau. Läuft es jetzt? Kommt noch kein Dampf. Warum ist es... Moment, jetzt habe ich das Falsche erwischt. Das ist Chlor, Moment. Das ist falsch. Das soll da nicht rein. Warum ist es Chlor? Ach so. Ah. Verdammt nochmal. Weil er wieder einen Knick in der Optik gehabt hat. Da. So. Meine Güte nochmal. So, jetzt müssen wir das natürlich erstmal wieder leeren. Wir können auch einfach nochmal das Rohr hinbauen und die Richtung ändern. Das würde auch gehen. Scheiße. Wir haben doch keine Zeit. Nur weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Das geht auch nicht. Das fließt auch nicht raus, ne? Warte mal, ich mach's ganz einfach. Ich reiß einfach nochmal das ganze Rohr ab. Weil sonst dauert es zu lange. Es geht schneller, das wieder hinzubauen. Ist egal. Weg damit, genau, da ist es weg. Und dann machen wir es nochmal. Oh Mann, ey. Was für ein lustiger Fail wieder. Egal. Schnell einfach bauen, bauen, bauen. Guck mal, das ist ja noch da. Jetzt pass auf. Noch einmal bitte. Bergbaukontrollturm hat schon wieder keine Gebiete. Ah, das ist der hier, okay. Der mit dem Eisen. Ah, ja, warte, dann machen wir ihm hier noch eins auf und dann sagen wir ihm, er möge das Gebiet mal ändern hier. Genau, so, da hat er wieder was. Wasserressource wird knapp. Ich weiß, ich arbeite dran. Läuft es jetzt? Ist es jetzt erledigt? Jetzt kommt auf jeden Fall Dampf durch. Der muss natürlich noch bis zum Ende durchlaufen, so, und dann müsste es eigentlich passen. Gott sei Dank haben wir hier schon eine entsprechende Menge an Wasser am Start. Wie sieht es denn mit dem Wasser in der Stadt aus? Stadtwasser sieht aber noch gut aus. Recycling läuft auch noch. Da ist auch nichts vollgelaufen. Okay, gut. Also die Sachen sind schon mal kein Problem. Es ist aber generell ein Wassermangel. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Kommt es jetzt? Ja, kommt wieder. Also jetzt ist die Frage. Guck mal, jetzt kann er es nicht abführen hier. Dann machen wir mal jetzt da direkt ein Stufe 3 Rohr draus. Genau, schön die Engpässe beseitigen, damit hier schön Durchlauf ist an der Stelle. Genau, guck mal, hier passt doch ordentlich was rein, oder nicht? Jawohl, guck mal, jetzt läuft das hier richtig. Und da ist es wieder voll, sehr gut. Nice, weißt du, dann laufen nämlich hier die Pumpen auch nicht mehr durch. Sollten sie eigentlich nicht. Dann stauen die sich jetzt gleich. Ja, guck mal, jetzt stauen die sich hervorragend. Da wird nämlich die Grundwasserressource, die wird dann auch wieder ein bisschen geschont. Die läuft dann nicht leer, das ist auch wichtig. Haben wir eigentlich noch genug Kapazität auf diesen Rohren hier? Alle 60 Sekunden, 60 Einheiten, 120. Wie viel kommt denn da raus? 42, 42, die Antwort auf alles. Das ist ja schon 84. Dann nochmal 24. Das sind ja dann schon 108. Und dann nochmal 6. Das sind ja 116. Es ist ganz knapp genug Kapazität, dass das Sohle-Zeugs rauskommt. Kommt hier noch Sohle raus? Nee, da kommt ja Sohle rein, genau. Da wird auch ab und zu mal was verbraucht, wenn das Salz nicht mehr ausreicht, genau. Das sollte also passen. Gut, damit haben wir den Wasserengpass schon mal, ja, beseitigt. Gott sei Dank. Das war wichtig jetzt. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Wie sieht es denn hier mit den Aufschüttungen eigentlich aus? Viel ist da nicht mehr zu tun. Hier hatte ich nochmal erneuert. Da wird auch die Schlacke verkippt entsprechend. Jetzt bin ich voll rausgekommen. Jetzt wollte ich eigentlich... Ah, oh genau. Wie sieht es eigentlich mit der Bohrinsel aus? 76 Jahre noch. Hatten wir die neue jetzt schon am Start? Fracht ausliefern. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Siehst du? Mann, Mann, Mann. Richtig schlampig heute der Bär, ey. Unglaublich, unglaublich. Gleich mal hier die Bohrinselmaterialien ausliefern. Damit wir die neue noch upgraden. 76 Jahre ist nämlich nicht mehr allzu viel Zeit. Hey, vor allem, wenn wir mal überlegen, dass wir schon 1700, nee Quatsch, 1470 Jahre schon abgehakt haben eigentlich. So, die Bohrinsel wird geupgradet. Dann müssen wir sie schon direkt auf das Vierfache erweitern direkt. Flupp.
Nee, nicht, noch nicht anlaufen lassen. Das wollen wir noch nicht. Das sind ja 72 Leute, die wir da brauchen. Gott, wir müssen die Stadt schon wieder ausbauen, ey. Brauchen schon wieder mehr Menschen. Wenn wir die Bohrinsel. Ja gut, die eine wird ja dann abgeschaltet und dann übernimmt ja die andere. Dann sind das ja dieselben Leute, oder? Das ist ja dieselbe Menge. Oder müssen da mehr arbeiten in der zweiten? Nee, es sind genau dieselbe Menge, okay. Ja, die wird ja dann deaktiviert, die nicht mehr Zeuginteresse hat. Gehe ich mal von aus. Ist hier noch Platz für eine Siedlung? Gerade nicht. Okay. Na gut, dann müssen wir eigentlich mal schneller Aufschüttungen machen noch. Was aber eigentlich nicht so einfach ist. Weil hier wird gerade Kalkstein gebaggert, hier wird Gold gebaggert. Das heißt, die beiden fallen schon mal aus. Wir bräuchten wahrscheinlich einfach nochmal ein Team Bagger. Eins, was wirklich einfach nur Abraum produziert in einer Tour. Einfach eins, was für Geländeverarbeitung zuständig ist. Pass auf, das machen wir jetzt einfach mal. Ein großer Bagger, genau. Und die schnelle Lieferung hier, der wird automatisch befüllt mit Diesel. Das ist auch gut, weil da ist ein Rohr angeschlossen jetzt. Das ist eigentlich eine nice Sache. Stufe 3 Teile müssen da noch produziert werden, aber das sollte eigentlich erfolgen normalerweise. So, dann machen wir am besten noch zwei große LKW. Oder drei. Kommt halt drauf an, wie weit der fahren muss. Und dann können wir uns mal überlegen, wo wir den baggern lassen. Ich meine, man könnte hier dieses ganze Plateau theoretisch wegbaggern. Das ist eigentlich nichts anderes als Abraum. Weil das Gold abzubaggern wird tendenziell etwas länger dauern, glaube ich, als die Erde und das Geröll da wegzubaggern. Dann machen wir hier so eine Schneise durch bis zu diesem Punkt. Und das aufzuschütten dauert auch nicht allzu lange. Und dann hätten wir uns zur Kohle gearbeitet und würden dabei ordentlich Geröll produzieren noch. Das sind jetzt mal so Zwischenepisoden, bevor wir jetzt hier mit den großen Planungen weitermachen. Ich überlege auch gerade, theoretisch könnte man doch auch einfach den neuen Atomreaktor einfach irgendwo hier drüben aufbauen. Weil was braucht der denn? Der braucht die Brennstäbe. Die MOX-Brennstäbe. Und die können ja theoretisch mit dem LKW hingefahren werden. Die müssen ja nicht über ein Band notwendigerweise zu ihm gefahren werden. Insofern kann der ja überall stehen, theoretisch. Und während der dann mit den paar MOX-Brennstäben, die wir haben, während der dann übernimmt, die Energie zu produzieren, können wir den hier upgraden. So auch zu einem Stufe 2er. Den können wir ja in der Zeit runterfahren. Man bräuchte halt nur das ganze Setup nochmal. Aber das ist mir hier eigentlich eh zu eng. Wenn ich genau drüber nachdenke. Ist mir das da zu eng an der Stelle? Ich würde den gerne woanders hin haben, ehrlich gesagt. Weil das kann man hier überhaupt nicht gut erweitern irgendwie. Das habe ich auch so wieder so richtig clever gemacht, dass ich mich da selber zugebaut habe, indem ich das Endlager genau vor die Turbine. Umgekehrt, ich habe eigentlich das Endlager dahin gebaut, ohne zu wissen, wo ich die Turbine eigentlich hinbauen will. Und solche Geschichten. Ja, prinzipiell können die Reaktoren ja überall stehen. Sie brauchen eigentlich nur eine Versorgung mit Wasser. Der Dampf muss abgeführt werden können. Und die Brennstäbe müssen hingefahren werden können. Und wenn sie keine Brennstäbe kriegen, ist ja eh wurscht. Dann laufen sie ja eh leer. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass das Kühlwasser ausfällt. Beziehungsweise generell kein Wasser mehr hinkommt. Oder der Dampf nicht mehr abgeführt werden kann. Das darf nicht passieren. Also würde ich sagen, wir planen noch mal eine neue nukleare Anlage. Wie gesagt, ich bin mir nur nicht ganz sicher. Hier vielleicht. Hier ist eigentlich schön viel Platz noch. Da würde sich's anbieten. Und hier kann man ja noch aufschütten zur Not. Ist halt so ein bisschen beim Kalkstein dann, ne? So viel ist da eigentlich gar nicht zusätzlich, oder? Naja, hier noch so ein bisschen. Und zur Not kann man ja auch hier die Solarpaneele noch entfernen. Und das noch auf die andere Seite, also mit Turbinen zum Beispiel, auf die andere Seite noch ausdehnen. Ich glaube, das machen wir so. Wir bauen das nochmal neu. Das ist hier zu eng einfach. Die Verarbeitung von den Brennstäben kann ja hier sein. Und zur Not legen wir halt einfach ein langes Band darüber. Und ich würde es auch irgendwie mich wohler fühlen, wenn der eine eigene Wasserversorgung hätte. Eine eigene Kühlwasserversorgung. Denn der braucht ja sage und schreibe schon jetzt mit der Stufe 2, in der er läuft, 192 Kühlungen.
pro Minute, das ist ja nicht mal wenig, ne? Flüssigkeit speichert eine hohe Versorgung mit Wasser. Siehst du, jetzt ist das Wasser auch vollgelaufen. Jetzt muss ich sogar pausieren hier. Damit da erstmal jetzt hier verbraucht. Genau, das mache ich ab und zu auch immer. Gefällt mir aber auch nicht so eigentlich, dass ich das so machen muss. Und ja, ich weiß, da gibt es diese komische Einstellung hier mit dem Ausgleichen, aber ich habe das noch nicht. Es wurde geschrieben in sehr ausführlicher Form. Ich komme auch gerade nicht ran. Wie man das einstellen muss. Ich komme da nicht ran gerade. Das gibt es nicht. Genau, das hier. Wie man das hier benutzen muss mit den Erzwingen, striktes Einhalten und so. Ja, das muss ich mir mal reinziehen nochmal. Den langen Text habe ich, ehrlicherweise, habe ich noch keine Zeit gehabt, den zu lesen tatsächlich. Aber ja, beim nächsten AKW, bei der nächsten Konstruktion, die wir dann ja wahrscheinlich hier machen, werde ich das dann mal berücksichtigen. Und dann können wir auch eigentlich diese ganze Nuklearverarbeitung hier eigentlich auch um. Ah gut, die ist ja angewiesen auf das geschmolzene Glas. Das ist natürlich das nächste Problem. Sag mal, der hat schon den ganzen Atommüll verarbeitet, der hier drin ist. Krass. Okay, dann spätestens dann haben wir sowieso ein Problem, weil wir jetzt ja das ganze Uran hier. Weil das jetzt sich vollstaut. Okay. Ja, es wird nicht unproblematischer an der Stelle. Nicht schlecht. So ist das eben. Aber mir geht es ja primär eigentlich jetzt auch vor allem darum, dass ich den Stufe 2 Atommüll mal generiere, damit wir noch weitere Freischaltungen machen können. Gas wird weniger. Prost Mahlzeit. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.